wirst den Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte! Also Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich hab genug an. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Seniorita. Meinst du, sollte aufs Mikro wieder einschalten? Chris, jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Seniorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß, aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja, Mann, deinetwegen geh ich noch. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. So, jetzt noch einmal. Willkommen zurück zur zweiten Hälfte der ersten Session. Shit, meine Ausrüstung. Denn ich habe natürlich wieder vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Wie immer. Egal, weiter geht's mit dem Resident Evil 4 Remake, ne? Ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass ich keine Ausrüstung mehr habe. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Brauche ich aber erst den Insignien-Schlüssel da. Kapitel 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Naja. Zur Kirche gehen. Grünes Kraut. Yay. Ich fühle mich so nackt. Ich habe nicht mal ein Messer. Aber ich habe eine Karte. Okay. Jetzt habe ich auch ein Messer. Messerangriffe. Mit R2 führen Sie einen weitreichenden Messerangriff durch. Halten Sie L1 und drücken Sie R2, um schnell zuzustechen. Okay. Verstehe. Muss ich mich jetzt mit dem Messer wehren? Scheint so. Stealth Kills, na, das haben wir ja schon gemacht. Ernsthaft, ist das jetzt. Ah ne, ich habe jetzt zwei, okay. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Haben wir jetzt zwei Messer. Und da lagert noch ein drittes.
recht. Angriffe parieren. Haben Sie ein Messer, können Sie mit L1 Angriffe parieren, wenn die Aufforderung in der unteren rechten Bildschirmecke erscheint. Sie parieren auch dann erfolgreich, wenn Sie den Befehl bereits eingegeben oder bevor die Anzeige erscheint. Parieren Sie mit gutem Timing, gerät der Gegner ins Taumeln. Okay. Okay. Aber die Haltbarkeit des Messers geht ganz schnell runter, wenn man das macht. Also sehr schnell runter. Das ist auch neu. Das gab's früher nicht. Was sagst du? Okay. Hat sogar noch gezählt. Ich dachte, er hätte mich schon erkannt. War ich hier schon? Scheinbar nicht. Nein. Natürlich. Ernsthaft, ich muss jetzt so schnell darüber. Renn doch mal. Wow. Aber geschafft. Ich sollte mal ein paar Granaten werfen, ha? Ich habe hier sehr viele Granaten. Wieso kann man den Stoff eigentlich nicht kombinieren? Frech. Ich habe zu wenig Schießpulver, ich kann nicht mal Schrotflintenmunition machen. Aber einmal Pistolenmunition. Auch so. Das nehmen wir auch gleich mal. Oh. Sorry, aber das gehört mir. Ich hatte doch schon 3 Messer, müsste ich jetzt die 6 haben? Frech. Ausrüsten. Ey, sogar die Messer nehmen hier alle Platz weg. Das ist ja hart. Eine Granate, 5 Stück. Kein Schlüssel. Oder Dietrich, je nachdem. Hier drüben, Fremder. Na gut, auf Englisch hört er sich cool an. Wer ist das? Wer ist das? Dein bester Freund ist das. Verlassene, verschlossene Schublade. Ja. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ja? Erstmal gucken, was es hier für eine Mission gibt. Kümmern sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen und ich will es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Auftrag, alle Ratten beseitigen. Gebiet, verlassene Fabrik, Belohnung, 3x Spinell. 3 Ratten gibt's. Okay. Was ist hier? Händlertipp, werde reich schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diese Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kults verzeichnet. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Okay. Was liegt da? Gewehrmunition. Ich hab noch nicht mal ein Gewehr. Ja, was hast du denn zu verkaufen? Willkommen.
Der Händler. Beim Händler können Sie mit Peseten Waffen, Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem Ihre Waffen und Ausrüstung verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die Sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können Sie sich Ihre Belohnung beim Händler abholen. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Bei ihm kann man es abholen. Seltene Ware im Angebot, Fremder. Tauschen. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Ich hab 4 Stück. Hier willst du eine neue Waffe geben. Verkaufen. Benutzte wichtige Objekte. Wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben, können sie an den Händler verkaufen. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Cool. Oh, der kann weg. Das verkaufen wir auch. Brauche ich das hier unbedingt? Nee, gell? Und den Rest. 10.000 gibt Kräutermischung. Weg. Krass. Verkauf. Ein hervorragender Deal. Man kann Messer sogar reparieren. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Bolzenwerfer. Das ist, was ich derzeit habe. Koffererweiterung. 10.000. Alles klar. Ist gekauft. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Bolzenwerfer. Eine geräuscharme Schusswaffe, mit der sich Gegner leicht lahmlegen lassen. Die Bolzen ich können eingesammelt dir, und wiederverwendet werden. Deine Investition nicht bereuen. Wäre das dann alles? Warte mal. Komm jetzt. Wie groß. Oh. Ah, ist nicht sehr groß. Dann müsste ich hier Platz machen. Ey. Weil das Gewehr wäre wirklich schon interessant. Jetzt müsste es eigentlich passen. Willkommen. Ja. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, ja, komm. Das versichere ich. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Preisreduzierte Ware. Rabatte sind nur in dem jeweiligen Kapitel gültig, in dem sie erscheinen. Dein gehört dir, Fremder. Okay. Tunen. Also die Pistole würde ich gern tunen. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah, ist teuer. Boah. Hat etwas Kunst, bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Oh. War ja mal gar nicht teuer. Kostet echt viel Geld, muss ich sagen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Stirb mir da draußen nicht weg, haha. Ups. Jetzt haben wir das Gewehr. Ausrüsten. Ach, kann man nur Schrotflinte oder Gewehr? Nee, hä? Schnellzugriff. Dahin. So. Nein. Achso, ich muss auch noch das Zielfernrohr drauf machen. Ach, das bleibt dann trotzdem noch mit dem Inventar. Das ist ja blöd. Okay. Na gut. Brauchen wir auf jeden Fall dann einen größeren Koffer irgendwann. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Ratten. Müssen ja hier sein. 3 Stück muss ich finden. Wo sind sie? Achso. Der war gut.
Na komm, wir gehen den langen Weg. Drei Ratten finden. Da ist einer. Oh, ist sie schnell. Habe. War Nummer 1. Da ist Nummer 2. Oh, die läuft immer denselben Weg, oder was? Wow. Das war jetzt nicht schwer. Und wo ist Nummer 3? Da. Fertig. Yes. War jetzt nicht sonderlich schwer. Ich frage mich, wo ich den Schlüssel herkriege für diese Kiste. Beziehungsweise Schublade. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Habe ich. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Na dann. Was kann ich für dich tun? Ah. Moment. Wie, man sieht kein Bild bei meinem Live. Erzähl doch nicht. Gut, jetzt haben wir 7 von den Spinels, das heißt, wir könnten ja mal tauschen, ne? Ich wäre für die Punisher. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ah, ich habe die andere jetzt schon, getuned, ne? Na komm, was soll der Geiz, her damit. Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Kräuter sind eine feine Sache. Duncan, du hast ein Faible für Schätze, was? Und das war's. Gefällt mir, gefällt mir. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Das ist richtig. So. Wie stark ist denn die Punisher jetzt? Die Punisher hat... Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Wir sind die Punisher. Ist jetzt nicht wirklich stärker, wie ich finde. Nicht genug Geld, Fremder. Das jetzt klug war, weiß ich nicht. Ich kaufe fast alles. Ich habe nur die feinste Waffe. Angenehme Reise. Kann ich die jetzt lagern, die Waffe? Ja. Lagert das Ding mal. Noch irgendwas? Was hat die Reparatur gekostet? 4000, gell? Willkommen. Ja. Dann lasse ich das auch erstmal in der Kiste. Aufbewahren. Jetzt, also wir können auch speichern und dann geht's weiter. So.
Jetzt hat er die Schrotflinte auf dem Rücken. Und das Gewehr. Okay. Noch irgendwas hier. Was ist das? Alter, euer Ernst? What? Hier ist noch irgendwas. Kann ich das markieren? Computer sagt nein. Wir müssen nochmal hier zurück. Hier ist ein Schatz. Das eine Knarre des anderen Leid. Das ist, wird mir jetzt alles angezeigt, weil ich die eine Karte da gekauft habe, oder wie? Interessant. Ist hier irgendwo? Hä? Wow. Ne, hier, da drin. Okay. Gut, da brauche ich den Schlüssel. Hier ist eine Vertiefung und da ist auch ein Schatz. Okay. Interessant gemacht. Also, da hat schon fast gar nichts mehr mit dem alten Resident Evil 4 zu tun hier. Ah, die Arbeit ruft. Gibt's hier noch was? Ja. Peseten. Aber man braucht echt. Also die Preise sind schon ganz schön knusprig hier. Hab ich nicht. Gut, also hier hoch komme ich noch nicht. Muss mal wo da lang? Wo bin ich? Natürlich muss ein Schuss daneben gehen. Fetzt ja sonst nicht. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Also, ich kann sein, dass jetzt halt dieser Troll kommt. Den es damals auch gab im Original. Ei, ei. Können wir gleich mal unser neues Spielzeug ausprobieren. Das war ein Headshot. Toll. Ups. Der 3 ist ran. Geht doch. Der hat gesessen. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt runterspringen, kommen viel mehr Gegner, als wie man hier gerade sieht. Das Ding mal in der Luft treffen, da gibt's schon da eine Trophäe. Er hat gerade seinen Kollegen abgeworfen. Jetzt werde ich mir aber aufdringlich. Da sehen wir mal den ersten Tod. Das war gemein.
Das war jetzt echt gemein. Wir müssen doch mal ein bisschen aufräumen hier. Können wir das hier benutzen? Das wird laut. Aua. Sorry. Ja, kommt her. Müssen wir mal eh loswerden, die Dinger. Wollt ihr nicht mehr, doch? Willst du aber auch wissen, gell? Oh. Also hier drängen sie einen ganz schön in die Ecke. Hör auf damit. Echt viele hier. Mein Gott. Noch einer. Ja, komm runter. Da war ich überall hier. Das war ein kritischer Treffer. Aber vom Feinsten. Achso. Das waren wir jetzt alle. Sieht im Moment zumindest so aus. Gibt's hier irgendwo noch einen Schatz? Nee. Da oben irgendwie. Außerhalb der Karte. Hey. Mein Gott. Oh, und nicht Moniz, Dynamit hier, ja. Schade, ich wollte von der Luft treffen.
Hier ist ein Nest. Ich sehe nichts. Kleiner Schlüssel. Ah. Da könnt ihr für die Schublade sein. Mein Gott. Wie viele denn noch? Jetzt. Scheint echt unendlich hier zu kommen. Rohstoff. Oh, wir haben Swappen. Mach gut. Das geht? Ich hab ganz vergessen, dass es blocken geht. Das können wir ja auch noch machen. Seid ihr bald mal fertig, oder? Echt viele Gegner, ey. War ich hier schon? Ja. Ach ja. Hier komme ich nicht hoch. Nee, ist auch kein Weg. Okay. Da oben war ich noch nicht. Da gehe ich auch nochmal hoch. Nee, da war ich noch nicht. Oh, meine Energie. Was ist hier passiert? Mein Gott, hier sieht's ja wüst aus. Ey, das sind drei. Also das mit den Rohstoffen haben sie echt hart gemacht. Dass ich so viel Platz wegnehme. Krass. Ihr meint hier überall, Leute. Die Bubble. Nein, die verwandelt sich nicht.
als ob der noch lebt. Guckt euch das mal an, ey. Pfui. Aber ich musste sogar hier hoch. Um das Tor aufzumachen, wa? Und ein Schatz. Da drüben steht auch noch einer. Da war ich aber auch noch nicht, oder? Auf jeden Fall guckt er mich da hinten so an. Geht doch. Und du machst, ey. Genau, dachte ich mir. Kommt schon wieder neue Leute. Ah ja. Komme ich jetzt da hoch? Also es ist möglich, da hochzukommen. Zumindest laut der Karte eben so gewesen. Ach nee, das war der Bereich hier. Okay. Hier ist noch Schießpulver. What? Nein, ich habe Schießpulver vergessen. Das kann ich so nicht lassen. Das müssen wir noch holen. War da hier oben, ja. Hä, wo denn da? Hey, auf! Okay. Ah, hier. Haben wir jetzt ja alles geklärt, ja? Scheint so. Dann auf zurück zum Händler. Hab ich noch ein Ei? Nee. Wie können wir hier auch noch? Mal alles nachladen hier. Wie viel PC denn habe ich denn? 8000? Tust du dir nicht was Gutes? Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Verkaufen. Den Rubin? Ah, nee. Würde ich gerne irgendwo einsetzen. Gib mehr Geld. Aber die Pistole würde ich gern stärker machen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Ein hervorragender Deal. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Das ist krass. Also ich finde die Preise echt hart. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Na gut. Komm jederzeit wieder. Kann ich auch was reintun?
wobei hier diese, das hier, tun wir mal rein. Was ich mitnehmen? Ernsthaft, das kann ich nicht reintun. Das ist ja doof. Ressourcen kann man nicht verstauen. Und Munition auch nicht. Mhm. Okay. Das ist uncool, finde ich. So, das können wir auch noch extra nehmen. Dann machen wir das mal. Geil. So. Dann speichern wir jetzt nochmal. Ja, hier. Und da würde ich sagen, machen wir nochmal eine kleine Pause. Ne? Wir sehen uns dann gleich wieder. Und bis dahin. Bis gleich.